Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserer Pathfinder-Serie. Ich bin von der Tendenz, ja. Genau. Upp, So. Herrschaften, erzählt mal, was ist letztes Mal passiert? wir sind in den zwergischen Außenposten vorgedrungen, der offenbar von den Ratten überrannt wurde, aber aktuell ist er leer. Dann haben wir eine Tür ausgehebelt Ja. und einen Minenkarren gefunden. Genau. Und letztes Mal habt ihr versucht, wenn ich mich richtig erinnere, einen Hebel zu finden oder irgendeinen Öffnungsmechanismus für die Türen. Ja, und Ja. seid ein bisschen gescheitert. Stimmt, ja. Für was die Gouging Claw jetzt da als letztes gemacht worden ist, vor Albrecht, das war's der Teufel. Ich glaube, das war, weil ich das Spellstrike-Makro ausprobieren wollte. Achso. Ja. Wenn keiner mehr noch was hinzufügen möchte, dann können wir weitermachen. Wir haben noch ein bisschen Loot gefunden und du wolltest für Elbert noch einen Gegenstand erstellen, den wir irgendwann identifizieren sollten. Ja, genau. Da bräuchte ich mal kurz einen Arcana-Check von denjenigen, der es identifizieren wollen würde. Ja gut, Wahrscheinlich Aldred. ja. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Ja, alles gut. Ja, das ist relativ easy. Du erkennst es tatsächlich als ein arkanes Lesezeichen, das dir erlaubt, deine Spells am Tag auszutauschen. Im Sinne von, okay, du hast jetzt die und die Spells vorbereitet, kannst einen Spell austauschen. Und du kannst auch versuchen, das mehrmals zu machen, aber jedes Mal, wenn du das versuchen wollen würdest, würden sie deine Gesamt-HP um den Spell-Level, den du versuchst zu ersetzen, reduzieren. Für den Rest des Tages. Weil dein Verstand nicht damit klarkommt, dass der jetzt so schnell sich verschiedene Spells aneignen muss. Also mit anderen Worten, keine Gefahr, es mehrfach zu tun. Naja, du kannst es schon Wenn mehrfach tun, ich aber. von irgendwas getroffen bin, bin ich sowieso. Wenn ich von irgendwas getroffen wäre, wäre ich sowieso so gut wie tot. Also ob ich da ein paar Trefferpunkte mehr oder Jetzt hängt er bei mir. weniger, macht da nichts. Nein, das ist nur ein Spaß. Hat er jetzt bei euch auch gehangen oder Ja, nur bei ja. mir? Okay. Dann Also, liegt es an Eldred, mir. einfach nur aus Neugierde. Was ist deine arkane These ist? Moment bitte, warten wird geladen. School of Battle Magic. Was ist deine Schuld? Meine Nee, arkane These. Spell Substitution. Spell Substitution, was macht das? Spell. Discord. Ich wusste es gerade nicht auswendig, aber. Also erlaubt dir 10 Minuten aufzuwenden, um einen deiner Zauberplätze auszutauschen. Einen deiner vorbereiteten Zauber. Das ist genau das, was dir das Zau Lesezeichen gerade auch schon gegeben hat, nur ohne Nachteil. So wie ich das richtig verstanden habe. So ungefähr, ja. Ja, nur hier steht, dass du halt nur die 10 Minuten immer aufwenden musst. Sagen wir so, das Lesezeichen war auch ein bisschen angedacht, dass es so ein kleiner Hinweis Stecher ist auf deine arkane Thesis, aber ja. Es macht effektiv das Gleiche. Gut. Dann, Herrschaften, was wollt ihr als nächstes machen? Jetzt seid ihr in einem schönen großen Raum. Voll mit Minenkarren, Loren, besser gesagt. Den Raum haben wir ja schon durchgesucht, wir wollten uns die anderen Räume noch anschauen. Ja, klar. Genau, wir Dann. müssten jetzt den Rest dieses Außenpostens sichern. Okay. Ja, ihr habt 1, 2, 3, 4 Türen zur Auswahl. Auf der rechten Seite. Genau, wir fangen genau hier an. Ne?
Dann versuchen wir mal, die hier zu öffnen. Kleine Frage, habt ihr Narapier dabei oder lassen wir dem für die Session jetzt ruhen? Oder will jemand steuern? Lassen ruhen, das ist relevant. Lassen ruhen, ja. Genau. Ist recht, gut. Dann machen wir jemanden drauf. Wenn du sagst, dass wir ohne ihn nicht die Gegner besiegen können, sollten wir ihn mitnehmen, aber ich denke, wir können ihn ruhen lassen. Ich glaube, ihr könnt alles, was da herin ist. Falls was herin ist. Alleine. Ja gut. Hier war mal eine Speisekammer. No. Also ihr geht in diesen Raum rein und ihr seht schon gleich, das war eine Speiseküche mit Bänken, mit Tischen, mit verschiedenen Schränken. Hier wurde offensichtlich ein bisschen durchgewütet, wie man sieht. Teller, Besteck liegt auf dem Boden, alles verteilt. Ihr seht hier oben so einen offenen Herd. Hier hinten verschiedene andere Herde. Ja, ihr seht die Speisekammer, beziehungsweise dort, wo die Wachen gegessen haben, die Essen zubereitet haben. Ich muss ja gestehen, ich habe den Ofen zuerst von der Schmiede gehalten und dachte, ah, hier wurden die Waffen hergestellt. Aber für Zwerge ist das wahrscheinlich das gleiche Schmiede und Küche. Genau. Ja. Nee, auch wir können Eisen nicht essen. Sagst du. Aber es wird also fürs Gleiche benutzt. Aber wenigstens haben die das durchwühlt haben, das Besteck schön an die Ecken von den Steinen hingelegt. Aber Benjamin hat tatsächlich, das ist tatsächlich Zufall. Benjamin hat tatsächlich recht, das offene Feuer erinnert vom Design her schon an eine Esse. Also das ist anscheinend eine ästhetische Entscheidung dieser Zwerge gewesen. Mhm. Gut. Hier ist auch keine Vorratskammer, also. Naja, also ihr seht halt, das habe ich jetzt schlecht sein können, aber ihr seht tatsächlich, was uns jetzt zu voll waren, an den Rändern auch noch ein bisschen Fässer und Kisten, in denen vermutet ihr Vorräte gelagert sind, waren, ihr wisst es nicht, was drin ist. Was wollt ihr machen? Ja, bleiben wir hier oder gehen wir weiter? Oder wollt ihr hier noch nach irgendwas suchen? Müsst ihr wissen. Das naja, wir sollten uns das hier vielleicht mal... wir können uns zumindest mal umgucken, ob hier irgendwas... Also man kann ja mal in die Fässer reingucken, ob die Ratten das geplündert haben oder ob die Vorräte noch da sind. Das könnte man mal machen. Das ist eine Idee, ja. Könntest du gerne machen. Das habe ich jetzt schon viermal sagen wollen. Ach so. Du bist aber auch immer wieder abgebrochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hat dich keiner unterbrochen. Du hast einfach. Ja, ich habe aufgehört. Sobald mir jemand reingeredet hat, habe ich aufgehört. Okay. Ja. Könntest du gerne machen. Also ihr öffnet ein paar der Fässer, ein paar der Kisten von hinten nach vorne. Jetzt nichts großartig Besonderes. Als sie aber dann zu einem der Fässer relativ weit hinten kommt, die so ein bisschen in der Ecke standen, die waren bis jetzt alle leer. Ihr habt so ein paar Krümel gefunden, die sind anscheinend restlos ausgeplündert worden. Ihr findet aber in einem der hinteren Fässer, ganz, ganz weit hinten, als ihr das öffnet, findet ihr darin ein Skelett. Oder zumindest Knochen. Knochen? Ja, Knochen. Von der Größe mit her? Schädel mit Oberschenkelknochen, Hüftbecken, allem Pipapo. Von der Größe könnt's schlecht sagen, weil die liegen halt mitten in der Kiste drin. Das sind wir mitten im Fass. Das müsst ihr dann irgendwie auslegen oder sonst irgendwas, dass ihr ein bisschen abschätzen könnt, wie groß das war. Aber was ihr auch seht in dieser Kiste oder in diesem Fass, ist ein, wie man so, wenn man sich
vor die als Kind zu Piraten vorstellt, so ein Haken. Mhm. Okay. Ah? Was? Ja? Was macht der hier? Da hat sich wohl irgendein blinder Passagier hier versucht einzuschmuggeln. Aber recht, du hast doch irgendwelche Logbücher. War denn nicht von irgendeiner Person mit fehlender Hand die Rede? Mhm. Hab ich die Bücher? War das der Verräter oder war es der Captain? Das war derjenige, der ein bisschen komisch agiert hat, der immer wieder mit der Hand irgendwas anfassen wollte, obwohl da eigentlich gar keine Hand mehr war, sondern nur noch ein Haken. Den meinte ich mit Verräter. Okay. 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 Wie ist denn das Fass gekommen? Naja, gut, der wird wahrscheinlich umgebracht und da reingestopft. Mhm. War das Fass irgendwie verschlossen von außen? Oder zugenagelt irgendwie? Es, zugenagelt war es nicht, aber es war der Boden fest drauf. Okay. Es sieht auch aus, als ob's als ob vorher was drin gewesen wäre, also Lebensmittel, aber die dann rausgenommen worden sind. Wenn sich jemand mit den Medizinkenntnissen einmal das Geld angucken würde, würde er Nagelspuren dran entdecken oder würde das nach normaler Verwesung aussehen? Er würde tatsächlich Nagelspuren finden. Also der ist wahrscheinlich, egal wie der reinkommen ist, anschließend von den Ratten auch abgenagt worden. Ob er zu diesem Zeitpunkt schon tot war, dann brach er dir beim Wurf. Ja, würde ich mal versuchen dann. Offen, verdeckt? Offen. Okay. Gönne ich mir Ageless Paces? Ja. Spricht nichts dagegen. Ja. Oh. Eine 33 hätte ich anzubiegen. Du findest tatsächlich, wie man erwarten würde, wenn die Person noch am Leben gewesen wäre, im Inneren keine Spuren, dass sich der irgendwie gewehrt hätte, also irgendwelche Kratzspuren oder sonst irgendwas oder Dollen im Holz oder sonst irgendwas. Du gehst davon aus, dass diese Person mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt, als die abgenagt wurde, schon tot war. Okay. Und was dir auch auffällt, Aranis, als du den Leichnam so ein bisschen näher untersuchst, lässt du den eigentlich im Fass drin oder nimmst du den raus? Ich würde mal einen Blick auf Alberich werfen, ob es okay ist, wenn ich ihn untersuche. Oder halt mal nachfragen, ob es okay ist, wenn ich ihn untersuche. Und wenn er mir das okay gibt, würde ich ihn rausnehmen. Okay. Alberich? Ja. Also wäre für dich okay? Ja. Okay, gut. Also du nimmst ihn raus und untersuchst ihn. Was dir dann aber allerdings auch noch auffällt, ist, unter seiner Leiche war noch so ein Fitzelchen Papier, was ein bisschen komisch erscheint. Und als es anfasst, spürst du so ein bisschen so ein leichtes Kribbeln in den Finger. Also da ist irgendwas Magisches am Werk. Mhm. Ja, das würde ich dann mal Eldred hinhalten. Irgendwie fühlt sich dieses Papier komisch an. Kannst du mal schauen, ob da irgendwelche Magie drauf ist? Da bräuchte der bitte einen Arcana. Ich würde Magie entdecken. Mhm. Hm? Verdeckt oder offen? Also Magie entdecken, das ist ja an sich ein Cantrip. Also da kannst du ja feststellen, okay, es ist magisch. Aber wenn du halt rausfinden willst, was es ist, bräuchte einen Arcana-Check. Einen verdeckten. Okay. Du bist da relativ sicher, dass es sich hierbei um die Überreste einer Schriftrolle handelt, die ja das desintegriert hat, nachdem du uns der Spell damit gecastet wurde. Und jetzt mal schauen, wie mache ich jetzt das? Ne, so funktioniert das. Egal. Und zwar, du kannst auch rausfinden, was das für ein Spell war. Und zwar
dieser Spell, der dafür verwendet wird, um jemanden wie eine andere Kreatur aussehen zu lassen. Mhm. Ich teile euch das natürlich mit. Also scheinbar hat er sich getarnt. Arnis, was mir auch noch einfällt zu deinem Medicine-Check. Du siehst zwei Abschürfungen bei diesem Zwerg, diesem Zwergenskelett, so grünliche Abschürfungen, wie es ja, wie du es noch nicht so gesehen hast, aber dem muss anscheinend irgendwas, eine grünliche Waffe getötet haben, oder an denen irgendwas Grünliches dran war. Was sehr interessant ist, diese grünlichen Abschürfungen sind beim Becken. Mhm. Den hat irgendwas durch die Hinterbacken erwischt. Okay. Cool. Weil es halt nicht schon mehr, als ich wissen wollte. Ja. ist das... Aber das Problem muss ja sein, wenn das Grün hinterlassen hat auf seinem Leichnam, dann muss es ja sowas wie Farbe oder sowas wie eine Säure oder irgendeine Art von Substanz gewesen sein, die ja übrig bleibt. Weil selbst wenn du ein grünes Schwert nimmst, bleiben keine grünen Reste bei dir. Ja. Ich meine, es bleiben ja auch keine grauen Reste an dir. Ja. Normalerweise nicht, das stimmt schon. Es hat so ein bisschen die leichte Färbung wie diese Substanz, die in diese Dinosaurier Kadaver reingepumpt worden ist. Ah, okay. Und bevor wir jetzt hier ewig weiter rum philosophieren, was gewesen sein könnte, lass uns weiter Informationen sammeln, den nächsten Raum suchen. Klar. Wäre ich auch dafür. Ja. Also ich gehe da, wie gesagt, das wird jetzt wahrscheinlich eben der Typ sein, den sie umgebracht haben, und dann wurde halt sein Aussehen übernommen von dem Verräter. Okay. Hm. Ihr kommt in einen Gang, ähnlich wie auf der anderen Seite. Es wurde anscheinend hier versucht, ein bisschen Symmetrie reinzubringen. Und dieser Raum, beziehungsweise dieser Gang, ist voll von Spinnweben. Größeren Spinnweben. Würde mich mal vorschleichen zur nächsten Tür. Ja, können wir uns einen Weg bahnen, ohne an den Spinnweben hängen zu bleiben? Du siehst das Benjamin schon vormachen. Ja, genau. Also ja, es ist möglich. Gut. Und dann möchte ich mal an der Tür laufen. Okay, dann gehen wir mal einen Perception-Check, bitte. Du hörst hinter dieser Tür relativ leise, aber also für dich relativ deutlich hörbar, erstens trippeln und zweitens so ein leichtes, ich kann es nicht nachmachen, aber so ein Zischeln. Warte, aber nur so die Frage hier, der Raum ist abgeschlossen, so dass wir in der Theorie, wenn wir diese Spinnennetze hier abbrennen würden, kein Problem mehr hätten? Nur so eine theoretische Frage. Also es wird wahrscheinlich durch die Verbrennung von den Spinnweben wird es vielleicht ein bisschen angekokelt werden, aber es wird nicht voll passieren, ja. Abseits von den üblichen Problemen, die Feuer in geschlossenen Räumlichkeiten unterirdisch verursachen. Genau, so Macht. Ja, vielleicht können wir aus einem Problem eine Lösung machen, wenn das, was dahinter ist, die hinzugehörigen Spinnen sind, dann können wir zu der Tür da hinten wieder gehen, die Spinnweben abfackeln und dann haben die das Problem mit Feuer in geschlossenen Räumen. Ich würde aber so Finger auf den Mund legen, dass er ein bisschen leiser bleibt und hindeuten und dann vielleicht ein bisschen zurückgehen und flüsternd das weitergeben, was ich gehört habe. Mhm. Denn Zischeln klingt nicht nach Spinnen. Ja, ich konnte die Geräusche, die ich machen möchte, nicht nachmachen, deswegen. Es war mir aber die Geräusche von Spinnen wird man nicht als Zischeln. Ja,
Ich sag's dir jetzt einfach, also du, von dem, was du gehört hast, hört es sich schon an, als wären es Spinnen. Mhm. Ich konnt's nicht nochmal. Ja, genau. Das klingt nach Spinnen. Mhm. Wollen wir mal die Tür aufmachen? Schauen, was da ist. Ja, also nach Größe der Netz zu urteilen, kann ich mit einem Naturkunde-Check ungefähr abschätzen, was es für Spinnen sein könnten? Wenn ich ähnliche Spinnen wie die, die ihr bekämpft habt, als ihr Benjamin gefunden habt. Ja. Die Possibilität, ja. Ja, aber wenn es Riesenspinnen sind, haben die wahrscheinlich eventuell hier irgendwelche Personen eingesponnen. Vielleicht finden sich daran noch Hinweise, da wäre es doof, das niederzubrechen. In Ahnung, ja. Irgendwelche Logbücher oder dergleichen sind, denn dann könnten wir nicht rausfinden, was hier passiert ist. Mhm. Deswegen erstmal schauen, was drin ist. Und dann Agnes, überlegen. Für was war der Wurf? Naturkunde, um zu gucken, ob ich rausfinde, was für Spinnen es sein könnten, anhand der Spinnennetze. Nee. Sind sie giftig oder? Keine Chance. Wie hoch ist dieser Gang? Wie hoch? Weil draußen im Tunnel hieß es, der ist klein, Benjamin muss sich stücken. Ist das hier auch noch der Fall oder ist der hoch? Also hoch genug? Diese Gänge sind jetzt schon ein bisschen größer, also du musst dich nicht ducken, aber es wäre trotzdem, also der Gang selbst ist ungefähr so, ja, 2 Meter 10. Also, ja. Aber was du auch gesehen hast, beispielsweise der Raum, in dem die Loren drin waren und der Schlafraum waren höher. Hoffen wir mal, dass der Raum dahinter hoch genug für meine Kaltschaltung ist. Ja. Googeln wir mal. So. Benjamin winkt Alberich zu sich. Mhm. Alberich guckt erst nach oben, nicht, dass hier irgendwas über uns hängt, von der Decke hängt. Mhm. Wenn ihm dem Gang etwas an der Decke hängen würde, hätte Benjamin gegengelaufen. Genau, das denke ich auch. Vielleicht. Das wäre so auf Augenhöhe. Es hängt etwas von der Decke. Ja, habe ich gemerkt. Wir haben nach unten geguckt und es gesehen. 3, 2, 1, ich öffne die Tür. Jawohl. Wie? Noch sehe ich keine Spinnen. Ich auch nicht. Ich sehe aber das, was Spinnen gegessen haben können. Und einen riesigen Tisch. Ja, hier war wohl die Schmiede. Küche gefunden. Hier war die Schmiede. Ja. Alberich steckt vorsichtig den Kopf rein und guckt mal nach oben an die Decke. Schaut euch dieses Tischwerkzeug an. Das ist größer wie ein Zwerg. Also ihr schaut rein. Jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen schauen. Aha, jawohl. Ihr seht rein und Albrecht, du schaust dir ein bisschen um. An der Decke siehst du nichts. Aber hab ich jetzt rausgelöscht? Wir haben die Spinnen vernichtet. Ich habe jetzt Albrecht angepinkt, dass ich sehen kann, was er sieht. Bei mir die Viecher verschwunden. Ich habe mir gedacht, da habe ich es jetzt gelöscht. Okay, Albrecht, du schaust rein an der Decke, siehst du nichts, aber du siehst tatsächlich in den verschiedenen Spinnweben relativ große Spinnen, die versuchen, sich zu verstecken. Es gibt da ein sehr lustiges Video, bei der eine Spinne versucht, Sand auf sich selber zu verteilen, dass man es nicht mehr sieht. Und ja, so ungefähr sieht es aus. Also das ist so mehr schlecht als recht versteckt. Und ihr seht insgesamt 4 Spinnen, die sie über diesen Raum verteilt haben. Herrschaften, wir brauchen nochmal bitte Initiative. Mhm. So. Wir warten auf das Kampfkarussell. Begin Encounter. Bin ich jetzt eigentlich weniger abgebrochen? Ja, jetzt geht's. Gut. Ja, dann weiß ich, woran es lag. Ich hatte, da ist noch ein Prozess im Hintergrund gelaufen, der hat wohl dafür gesorgt, dass mein Rechner sich darauf fokussiert hat. Ah ja. Ich habe ein Video bearbeiten lassen im Hintergrund. Ah ja. So, einer fehlt noch für euch. Ja, schau her. Gut, dann.
Okay. Dann ist als erstes Beginn Encounter diese Spinne dran. Die... Was macht die denn? Was hat die denn? Die hat 30 Fuß. Hat kein Ding. Okay. Die würde sich... Die würde sie... Na. Die würde sich... hierhin bewegen. Und würde ganz, ganz böse in eure Richtung zischen. Oder fauchen. Ja, Aranis. Ja, schnappen wir uns die vielleicht mal. Dann würde ich mich als erstes mal hier runter bewegen. Mit der zweiten Aktion in Hunt Prey auf diese Spinne. Mhm. Und mit der dritten Aktion ein Hunted Shot. Bitte. Fängt gut an. Das würfen wir neu. Besser. Besser, sagt er. So. Ja, das war der erste. Schön. 52 Schaden. Ja, nicht schlecht. Gut, und damit wäre ich fertig. Also Handeschock sagt er, make two strikes, ne? Ah, ja, stimmt. Ihr wisst ja bloß Song, ne? Ich muss mich wieder an den Charakter gewöhnen. So, Critical Specialization. Dr. Surface is immobilized. Patch. Athletics Check, jawohl. Der trifft auch nochmal. Nochmal 18. Mhm. Jawohl. So, jetzt wäre ich fertig. Ja. Monsieur Eldred. Na, Benjamin. Ja, genau. Ja. Was? Ah, Entschuldigung, habe ich in der Zelle verrutscht. Entschuldigung. Benjamin. Zum Spaß möchte ich anmerken, Aranis hatte auf dem Würfel 5 weniger als Benjamin, ist aber trotzdem 3 höhere in der Initiative. Also entweder ist Aranis super schnell oder Benjamin Arsch langsam. Ja. Vielleicht auch beides. In jedem Fall, ich nutze meine erste Aktion und wachsle in meiner Kaiju-Haltung. Mhm. Du wachst in den Raum rein, genau. Benjamin, du zuckst ein bisschen zurück vor den Spinnen, ein bisschen PTSD, deswegen agierst du nicht ganz so schnell bei Aranis. Sagen wir es mal so. Und ja, der Raum da drin ist groß genug, dass du das machen kannst. Und er wächst über sich hinaus. Er wächst über sich hinaus, ja. Bewege ich mich mit meiner zweiten Aktion? Hoppala. Hast du die Tür erwischt? Nicht genau. Benjamin schlägt sich selbst die Tür ins Gesicht. Nee, Benjamin reißt die Tür runter und verdrischt damit die Spinne. Oh, improvised weapon. Wupp, ja. Ist nach hier. Mhm. Und dann gibt's einen Schlaghagel gegen die Spinne. Dann hageln sie mal. Okay, das hat gerade nicht funktioniert. Erster Angriff ist ein paar Fähre. Mhm. 12 Punkte Schaden. Zweiter Angriff. Moment, ich muss ein Tribut eben nachfolgen. Was war das noch gleich? Okay, das triggert ihr nicht. Bei der Angriff ist ebenfalls ein Treffer. Für 17 Punkte Schaden, also insgesamt. Jawohl. Moment. Funktioniert das? Das funktioniert.
Sieht so aus. Also insgesamt 29 Punkte Schaden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht jetzt, Abira. Ich sag dir nicht jetzt, Abira. Das war meine Reaktion. Okay, dann. Eldritch. Ein bisschen zu bad. Jo. Ja, Le Spuder. Ja, ich guck gerade, welche. Wo sind, ich sehe ich die vierte. Die vierte Spinne müsste hier sein, oder? Ja, du siehst halt nicht durch. Ja, wenn sie hier. Ja, wenn sie hier ist, ist es die Begrenzung. Ja, weil ich habe gerade geguckt, so, ich sehe drei, aber keine. Warte mal. Vier. Die war noch nicht. Ja, ach so. Jetzt nichts. Die habe ich aus Versehen nicht freigeschaltet gehabt. War nicht an Invisible. Aber ja, die ist da oben. Dann bewege ich mich erstmal hier rein. Bitte. Und würde dann aber auf die untere Spinne, die hier sitzt. Ich habe noch was vergessen. Benjamin, es ist eigentlich bloß reine Makulatur, aber könntest du mir bitte einen Athletik- Reflex- oder Akrobatik-Check geben, ob du von diesem Netz festgehalten wirst. Ist es relevant, dass ich durch meine Kaisho-Haltung schwieriges Gelände ignoriere? Ja, dann vergiss es. Also ich caste... Weil den Kaisho-Stellen zu ignorieren. Sorry, ich wollte das gerade noch genau vorlesen. Alles gut. Auf welche willst du denn das schießen, bitte? Ach, die da unten, jawohl. Ein Save, der da wäre 30 Reflex. Reflex ist jetzt, Ja, das ist schön. Ein schöner Crit-Fail, ne? Okay. Geil, ist so ungewohnt. Das heißt, ja gut, ich kann nur hier den Damage normal würfeln, da gab's keinen. Ach, gibt's da kein Critical-Ding? Gut, ja, gut, du tust hier halt doppelt. Jetzt. Er nimmt halt doppelt. Doppelt, ja. Okay, doppelt. Ja. Also, the creature, the impaled, is immobilized. Ist auch okay. Ja. Warte, ist ja gar Crit-Fail, immobilized und off guard. Okay. Moment, it can attempt to escape the DC. Ist das Spell DC, aber das Escape kann ich erst in meiner Runde machen. Ja gut, wenn es eine Widget remains impaired, it takes damage from any weakness to cold iron it has at the end of each turn. Und ja, ich ging davon aus, dass er das nicht hat. Nee, das war eine sehr spezifische Spinne, wenn es das hätte. Ist eine ganz 0815 Spinne. Ist halt ein bisschen größer, aber... Ja. Werwolf-Spinne. Aber bei 52 Schaden in nur injured ist auch nicht gerade wenig. Mhm. Ich meine, ihr seht, ihr trefft sie mit allem. Das sind halt große HP-Säcke, ne? Ja. So. Aber hey, six positiv, du hast einen Crit-Fail auf ein Spell bei dir. Ja, das erste Mal in dieser Kampagne. Das erste Mal? Okay. Ich glaube schon, ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass es... Also außer bei diesen Massendingern gab es, glaube ich, bestimmt auch mal Crit-Fails. Das kann ich aber jetzt nicht recallen. Also da kann's, das kann schon gegeben sein, aber dieser Spell hat zum ersten Mal irgendeinen anderen Zustand als ein Critical Success gehabt. Yay! Ja, ist das schön. Gut, dann ist die Spuder dran. Mir wird schon wieder nicht angezeigt, wie weit die ging. Ich möchte anmerken, eine Werwolfspinne wäre auch nicht durch kaltes Eisen verletzt, sondern durch selber. Ja, ist ein Werwolfspinne. Natürlich. Dann müssen wir eine kalteisenempfindliche Spinne entwickeln, damit das Zauber funktioniert. Benjamin ist so genau außerhalb der Reichweite von dem Teil. Es ist. Sie war außerhalb meiner Reichweite, deswegen konnte ich ein bisschen nach hinten rennen. Ich habe selber ausgemessen, ob ich das kann. Ja, Freiheit. Okay, das war das. Alberich. Also, ich hätte es wahrscheinlich geschafft, aber es hätte zwei Aktionen gebraucht. Alberich zielt auf die aufgespießte Spinne. Mhm.
und zaubert einen Acid Splash da drauf. Mhm. Alter Schwede, mein Man hat einfach mal incredible, einfach mal 50 Fuß Movement. Fuck my life. Jawohl. Ja, dann. Ja. Schön. Oh, nice. Mhm. Dann, ja, rollen wir mal Damage. Ja, off-guard hilft. The target also takes persistence. Die ist nicht off-guard. Off-guard ist die da unten. Ja, ja, darauf hat er geschossen. Ach so, Entschuldigung. Die habe ich gerade gefeuert. Entschuldigung. Deswegen steht da auch Target has off-guard. Mhm. Ja. Deswegen war es ein Crit. Nee. Wahrscheinlich, also das doch, wir doch, jetzt. Doch, tatsächlich. Ja, du hast einfach Schaden, dann müsste das, der anhaltende Schaden noch automatisch mit drin sein. Ach so. Mit angewendet werden. Ach so. Mhm. Also dann sind das, ja, 14 Säureschaden und 2 anhaltend. Ist das schon als... Nee, 3. 2 Splash und 3 anhaltender Säureschaden. Mhm. Ja. Also ich sehe jetzt nicht, dass das... Nee, der rechnet den Persistent nicht mit. Nee. Dann okay, muss das oben aus der Liste rausziehen. Dann ziehen wir mal Persistent 3 rein. Und ist das jetzt schon der Doppelschaden? Oder muss ich den ändern? Nee, das ist der einfache. Das ist der einfache. Gut, dann doublen wir den einmal. Double. Ja. Damit hast du es unter Hälfte geschossen. Also du hast der guten Spinne jetzt einmal so ein bisschen die Borsten angesenkt. Mit der letzten Aktion gehe ich in Arcane Cascade. Jawohl. Ein grünlicher, ich glaube, selben Type als bei Evocation ist vor, ist okay. Genau. Nee, es ist, wenn mein letzter Spell Damage macht, Schaden macht, dann Damage, ist es ne? derselbe. Ja, okay, dann wirbelt jetzt um dich so ein grünlicher Säureschleier, so ein bisschen. Mhm. Okay. Das war's. Jo, dann ist die Spur da dran. Die, oh, die kann was machen. Ah, oh, ah. Oh. Und zwar rennt die da hin, hier hin, und würde eine, diese gute Spinne ist eine Tarantel. Und was machen Tarantel gerne? Sie feuern ihre Haare, ihr Härchen ab. Ich bräuchte mal von meinen drei Herren vor ihr einen Reflex-Save mit, warte mal, kann ich den... Ja. Ja, da ist Basic Reflex. Okay. Expert Full Plate zählt alles. Sehr schön. Ja, dann probieren wir mal. Ja, Abschuss, ne? Ja. Ist das ein Spell? Nö. Wie gesagt, der schießt ihre Haare. So ja. Also ich nein, sage, weil hier beim Reflex Safe taucht halt dieses Recognize Spell auf, deswegen. Nee. Ist dir das Stachelschwein ein Begriff? Ja. Ist wahrscheinlich selbes Konzept hier. Ja, so ähnlich. Ja, es sind Taranteln. Taranteln schießen, wenn sie bedroht fühlen, unter anderem mit ihren Haare. Wusste ich auch nicht. Das wären 18 Damage und je nachdem, was für einen Erfolg das habt, hat es halt halben bzw. keinen. Ne? Ja. Evasion ja. ist was Feines. Jo, dann ist, ja, da dann spricht mein Rogue auch sehr hoch davon, von dieser Evasion. Ha. Ja, es war das. Dann ist die Spur da unten dran. Die müsste sich jetzt einmal mit Athletik oder... Oh, ja, danke. Die müsste mit Athletik, Akrobatik oder einem Attack aus dem... Ich kann es auch nochmal posten, da gibt es auch ein Escape als... Als Ding, ja, das war ganz gut. So. Aber da steht bei Failure gibt es das Escape und das ist, ja, das müsstest du ja dann... Mhm. Das ist noch Taps Attacking. Ah, okay, das... Die hat automatisch... Ah, okay, da braucht man... Ah, okay. Ne, ich muss tatsächlich würfeln, weil die hat keinen Unarmed Attack Modifier. Was keinen Sinn macht, offensichtlich. Ja, da unten kommt ja your Attempt an Acrobatic or Athletic Check. Was hast denn du für ein Spell Safe DC? Ja, schon. 30. 30, fuck. Schön. Die kommt nicht raus. Versucht's nochmal. Da hab ich.
Beim Crit-Fail passiert, er konnte es nicht mehr probieren, oder? Korrekt. Okay. Dann, dann versucht sie, Arnis zu intimidaten mit, aber da sie unglaublich schlechtes Charisma hat und überhaupt kein Training und gar nichts drin hat. Es ist keine hübsche Spinne. Verpufft es. Es ist keine hübsche Spinne, das ist richtig. Ja. Gut, dann geht die da oben los. Die hat... Alt, Recovery Check. Brauchen wir noch? Natürlich schafft sie nicht, wäre zu schön gewesen. Die wird mal versuchen, sich von dem Immobilized von Arnis Crit zu befreien. Versucht es mit einem Unarmed. Ja gut, da der DC 10 war, schafft es. Ja. Wupp, wupp. Und wird mal versuchen, gegen Benjamin, der groß und böse vor ihr steht, auch mal Haare zu schießen. Benjamin, ich bräuchte auch von dir bitte einen Reflex-Save. Da. Der ist gerade, glaube ich, aufgestanden. Ja, ist gerade wieder da. So, bin gerade wieder zurück. Nein, bin ich wieder da. Okay. Basic Reflex-Save. Als die Spinne versucht, auch nach dir Haare zu schießen. Ich muss mal einen Heldenpunkt bis neu zu würfeln. Bitte. Ja, gut. Gut, so viel dazu. Arnis. Ja, dann würde ich weiter auf die obere schießen. Also die da. Ja. Ja, ich glaube nochmal im Hunted Shot. Mhm. So, Nummer 1. Rift. Mhm. Für 21. Mhm. Nummer 2. Trifft. Mhm. Für 19. Mhm. Ja, klar, klang nicht ganz. Ja, schade. Allerdings. Ja. Du hast jetzt mittlerweile 4 Pfeile drauf geschossen, von ihren 8 Augen sind nur 4 übrig. Genau. Versuche ich es noch einmal mit dem Hunter's Aim. Bitte. Ein bisschen Bonus zu kriegen. Schauen, ob es reicht. Jawohl. Tut's. Ja dann. Feuer frei. Ja. 25. Sehr schön. Lutsch. Okay. Das waren meine 3 Aktionen. Ja. Benjamin, vor dir hat eine der Spinnen zerbröselt. Ja, da sind ein paar Pfeile reingedonnert. Mhm. Ich wende mich jetzt dem missverstandenen großen Tier vor mir entgegen. Ja. So, Miss Anders. Meine erste Aktion zu bewegen. Mich drumherum zu bewegen. Jawohl. In der zweiten Aktion ist ja ein Schlaghagel. Jawohl. Also die Spinne schaut da böse hinterher, aber macht nichts, als du dich bewegst. Nee, das mag ich jetzt wieder. Ja, jetzt funktioniert das wieder, jetzt funktioniert meine Schnellreste wieder. Jetzt musste ich ganz kurz eben anpassen. Angriff Nummer 1. Schön. Das wird schmerzen. Angriff Nummer 2. Mhm. Aussprechende Gerechtigkeit. Yes. The duality of man. Ja. Oh well. Passt alles. Ja, sieht richtig aus. Zwischen Genie und Wahnsinn. Mhm. Ich sag mal einmal 51 Punkte Schaden. Boah. Hübsch. Nett. Der tat weh. Also, das ist schon der mit Crit Damage drin. Jawohl. Das ist der Crit Schaden.
Ist der Grit schon, jawohl. Dann? Und noch ein Fortitude. Hier kommt erstmal die Crit-Spezialisierung. Ich brauche einen Zähigkeitsrettungswurf von ihr. Jawohl. Halt. 32. Das ist ein Erfolg, sie ist nicht verlangsamt. Aber Kaiju-Haltungsangriffe bei ihrem kritischen Treffer verursachen auch nochmal Splash-Schaden in der Höhe von 1 Punkt pro Waffenschadenswürfel. Also nochmal 2 Punkte Splash-Schaden. Gegen sie und alles außer mir innerhalb von 10 Fuß von ihr. Ich lasse es der Totenspinne zukommen, okay? Und mit meiner letzten Aktion. Funktioniert die Schnürleiste wieder nicht. Ich möchte eigentlich das Schild zaubern. Und das hat funktioniert. Und das waren halt Reaktionen von mir. Passt. Ulrit. Eine Spinne hin. Drei sind nur da. Ja, ich weiß gerade nicht. Ich hab's nirgendwo. Ich krieg das nicht hin. Wo steht deswegen im Concentrate? Ich weiß, der Spell hat Concentrate. Heißt es, ich muss. Welche? Der Impaling Strike. Heißt dann, es, ich muss in einer Aktion mich darauf konzentrieren, damit es bleibt, weil das, nein. Ich finde das nirgends. Nein, das Concentrate ist paint. Einfach nur ein Trade, den die Aktion hat. Wenn du die Aktion aufwenden müsstest, dann würde bei Duration Sustain dabei stehen. Genau. Das ist das Schlüsselwort, nach dem du suchst. Weil Concentrate hier ist was anderes als Concentration in D&D. Das bedeutet einfach nur, es interagiert halt mit anderen Aktivitäten, wie beispielsweise der Rage eines Barbarens. Genau. Das heißt, du musst eine bestimmte mentale Kapazität dafür aufwenden, dass du das sagen kannst. Dann gibt es zum Beispiel Sachen wie die Disruptive Stance vom Fighter und der löst zum Beispiel auch Aktionen mit diesem Trade-Lösen dann Gelegenheitsangriffe aus, was sehr lustig ist. AKA, neben dem Fighter wird gezaubert, Fighter macht Boom. Genau, Fighter macht Batsch. Und dann liegt er da, der Spellcaster. Ja. So, Alter, du hast die ersten sein. Ich visiere die Spinne oben an und schmeiß dem einen Schneeball ins Gesicht. Gut. Okay. Ich glaube, diese Spinne hat in ihrem Leben noch nie Schnee gesehen. Das gibt für alles ein erstes Mal. Das ist eine australische Spinne. Das würde eine Menge erklären. Ja, auf jeden Fall. Aber es hat zumindest einen minus 5 Fuß Ding. Also es ist kann 5 Fuß weniger laufen pro Move Action. Nice. Ja. Und für meine letzte Aktion. Der epische Rückzug, jawohl. Ich bin trotzdem nur ein Stoffi. Ja, dann beende mal deinen Zug, Stuffi. Und es gibt ich habe zumindest nichts gefunden, was so ist wie Misty Step. So, hat die Reach. Pah, hat's tatsächlich. Aber die wird nicht zweimal angreifen. Die wird tatsächlich, Benjamin, die wird mal zu dir ein bisschen hinsteppen. Schick. Und würde einmal versuchen, nach dir zu beißen. Mit ihren Fängen. Das ist... Ich bin begeistert, das ist erfolgreich. Dann bräuchte ich von dir mal bitte einen Fortitude Save. Und diesen Damage bekommst du als Piercing. Hab ich irgendwas für meinen Charakter verpasst, als ich kurz weg war? Ja, tatsächlich leider. Und zwar bekommst 22 Piercing Damage, als die Spinne zu dir hingesteppt ist und dich in die Unterschenkel gebissen hat. Wenn sie sich auch nicht zubewegt, würde ich eine Reaktion nutzen. Step. Okay. Also,
Ja, Step. Und wird beißen und wird, und von dir bräuchte ich noch ein Fortitude Save, der ist die drittunterste Ding. Kannst du gleich hernehmen. Ja. Passt. Und 22 Piercing Damage. Und dann würde die Kreatur versuchen, dich zu trippen. Mal schauen, ob das funktioniert. Hm. Nein! Tu's nicht. Gut, das war diese. Alberich. Du hast gesehen, wie eine Spinne Benjamin ein bisschen in die Fersen geknabbert hat. Benjamin ist ein großer Junge, der kommt damit klar. Mhm. Alberich macht auch einen Step. Die Spinne reagiert nicht. Die schaut dir an. Und benutzt gegen die Spinne, die da steht, einen Spellstrike für zwei Aktionen. Bitte. Und zwar mit... Gouging Claw. Wir machen es für Slashing. Der trifft. Mhm. Also ein Mandibel von ihr fliegt so davon. Fliegt zur Seite. Mhm. Genau, das ist, ja, cool. Das Makro ist cool. Weil es direkt den, Den Spell mit reinzieht, ne? Genau, und den Schaden direkt mitzieht. Und fragt ja. Dich, welchen Zauber du benutzen willst. Mhm. So. Das war dieses. Genau, das war Albrechts Turn. Dann die Spuder... hast du da einen Cooldown drauf? Nein. Ja, die würde mal gegen Arnis und Albrecht würde mal wieder ihre Haare zum Einsatz bringen. Ich bräuchte mal wieder bitte ein... Halt! Ah! Fuck! Ist das ein Fernkampfangriff? Nein, ist eine Action. Das ist eine Manipulationshandlung. Moment, das müssen wir jetzt mal kurz nachschauen. Also da steht nicht drin. Auf dem Archive of Nephis steht auch nichts drin. Also nein. Schade, weil eigentlich müsste doch genau dieser Shit Gelegenheitsangriffe auslösen, aber naja. Eigentlich ja. Ja, easy. Jo. Arnis. Ja. Nice. Lassen wir das. Okay, Albrecht. Die Spuder versucht nach dir zu beißen. Und. Ja. Ist recht. Lassen wir das. Diese Spinne. Ich glaube, die war durch den Impelling-Ding bloß für eine Runde angepinnt, oder? Eine Minute. Eine Minute tatsächlich, okay. Duration eine Minute. Alles deswegen habe ich ja extra das mit dem Concentration nochmal nachgeguckt. Ja. Mhm. Kommt aber raus, weil du hast gesagt 30, oder? Als Spell DC. Ja, 30 ist der okay. Spell DC. Dann kommt es raus und wird zu Aranis hinkrabbeln. Aber. Was? Hä? Was? Du hast gerade einen Angriff gemacht, oder? Ja, weil da kein Unarmed Attack für Escape drin ist. Da sagt das Ding bei mir, ja, die Kreatur hat keinen Attack. Okay. Deswegen habe ich einfach einen normalen Attack nochmal. Ja, Arnis, du siehst ein paar Fänge von dieser Spinne auf dich zukommen. Ham, ham. Mhm. Schade. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich nicht wundern. Ja. Ich musste es nur drücken, weil ich den Cast nicht hatte. Ja, ich bräuchte von Aranis ein Fortitude Save und du bekommst von mir. Schade. Ui. Du bekommst von mir 16 Damage und es hat keinen Onset. Deswegen bekommst du von mir
11 Punkte Poison Damage. Schön. Als dieses Gift durch dich durchrauscht. Mhm. Ja. Dann. Arnis, bist du schon dran? Gut. Mal den Recovery-Check brauchen wir noch. Nope. Ja, der wird nix. Die sizzelt weiter vor sich hin mit Säure. Ja. So. So, dann würde ich einmal mit der ersten Aktion den Elf-Step nutzen. Mich dann mal 10 Fuß wegbewegen. Taste. Zack. Mit der zweiten Aktion mein Hunt Prey auf die Spinne bei Benjamin setzen. Und nochmal mit der dritten Aktion einen Hunted Shot abgeben. Mhm. So, Nummer 1. Läuft. Wieder 51. Ich glaube, das war, glaube ich, 52. Reicht es schon? Moment. Ich muss die richtig auswählen. Das reicht leider nicht. Ja, gut, dann ist die jetzt aber auch wieder immobilized. Ja. Gut, Nummer 2. Okay, das sollte jetzt reichen. Schauen wir mal. 48. Was? Ja, die hat er schon vorher kassiert gehabt. Ja, ich dachte, die wäre jetzt tot. Ne. Ach, die hat jetzt 1, 2. Naja, gut, ist okay. Sie hat jetzt nicht 1 und nicht 2 HP, sie hat 3 HP. Okay, gut. Ja, gut, dann waren das meine 3 Aktionen. Okay. Benjamin, vor dir steht eine mehr tote als lebendige Spinne. Ich nutze meinen ersten Aktion und hau sie. Mhm. Quatsch. Wir haben 3 auf dem Würfel. Ja. Ah, gute Pferde und so, ne? 18 Punkte Schaden. Ah, wir haben noch was vergessen. Arnis, ich brauche von dir nochmal einen Fortitude Save. Mhm. Was ist das nochmal hier dann, dass es gleich. Zögern zu vergessen. Entschuldigung, da ich kurz unterbrechen muss. Ja, kein Problem. Boah, passt. Gut. Dann ist dein Poison weg. Sehr schön. Gut. Benjamin, bitte weitermachen. Bei meiner zweiten Aktion stürme ich hinter die andere Spinne. Mhm. In eine flankierende Position mit Alberich, hoffe ich. Ja. Muss gleich mal weg. Flurry of Blows. Moment, warte kurz. Ding. Gibt's da Off-Balance als Ding? Müsste das automatisch drin haben. Off-Guard damals. Ha. Angriff 1, Angriff 2. Den ersten habe ich versehentlich blind gemacht. Kannst du den einmal öffentlich machen? Na, Fralle. Einer von beiden Treffer? Ja, einer. Hier ist der Schaden. Das Schöne ist, das der erste Zug, ich bin kurz weg. Ja, der erste hat plus 3 getroffen, der andere hat minus 3 nicht getroffen. Ja. Schön. Das ist der Damage, jawohl. Eldred. 2 Spinnen sind hin. Ja, ich erkenne den. Das Fehlen von Spinnen. Und entscheide mich für die. Nicht mögliche Aktion, indem ich unserem guten Alberich einfach mal Haste auf die Hand drücke. Mhm. Und ein Haste High Five. Genau. Ja,
Alberich, du fühlst dich auf einmal leicht wie eine Feder. Alberich nach Speedy He, Speedy Ho und die schnellste Maus von Mexiko oder so ähnlich, ne? Mhm. Schnellste Zwerg. Alberich nutzt eine Aktion, um seinen Space Strike wieder aufzuladen. Wenn das gerade so gut geklappt hat, machen wir das jetzt einfach nochmal. Für Aktion 2 und 3. Bitte. Damit. Ja, der soll gut reinhauen. Jo, Warum haben wir die gerade so wenig? Ach nee, warte, das war der falsche. Das war der... Oder? Ah. Ja, doch, war Critical. Aber wird der Zauber wird nicht mit verdoppelt, ne? Beim Spell Strike. Doch. Doch, natürlich. Der Zauber hat ebenfalls einen ebenfalls ein kritischer Treffer damit. Und ich sehe gerade, das hat irgendwie die AC-Homes bei denen ein bisschen verhaut. Um 2 zu niedrige AC gehabt, aber das hat bei denen nicht. Weil die fett wurde das. Softguard. Ja, auch. Ah, jetzt, okay. Jetzt. Dann mal das am umändern. Zurück, genau. Dann habe ich nichts gesagt. Damage. Ja. Okay, dann der Gaugen Claw Schaden wird verdoppelt und dann kriegst du noch Blutungsschaden. Achso, das war noch gar nicht doppelt, der Gaugen Claw. Nee, das war... Ja, dann, beschreib mir doch mal diesen Spell Strike Crit Hit. Also, während Benjamin kitzelt sie von hinten ein bisschen an den Beinen, dadurch abgelenkt, fängt Alberich an, seine Waffe mit Magie aufzuladen und mit einem mächtigen Überkopfhieb einmal flatsch mitten in den Körper der Spinne voll rein. Also er spritzt so eine rein und durch die Gegend. Und überall spritzen die Spinnengedärme hin. Gut, jawohl. Dann habe ich ja noch eine Aktion. Nutze ich zum Bewegen. Spell Strike aufladen, Spell Strike, 2 Aktionen und dann den Angriff. Das sind 4. Haste. Ja, das sind 4. Also Spell Strike aufladen ist eine volle Aktion. Stimmt. Und Spell Strike selber sind 2 Aktionen. Spell Strike. Ja, aber Spell Strike selber hat 2 Aktionen. Spell Strike kostet 2 Aktionen. Ja. Aufladen eine. Ja. Und bewegen. Ach doch, und dann haste. Hast du noch einen Angriff nach. Ah, nee. Nein. Nee. Nee. Ja, aber meint. Ich habe meinen Fehler realisiert. Ich war. Ja. Wegen der Verdopplung. Ganz ein bisschen durcheinander. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Ja, dann. Das war's. Jo. Dann die Spuder. Die Spuder macht wieder das, was sie am schönsten kann. Und würde mal wieder Haare auf Alberich und. Aranis fliegen lassen. Bitte einen Reflex. Alles klar. Mhm. Jo. Okay. Dann gibt es diesen Damage hier. Für Alberich verdoppelt. Für Alberich 21 Damage, für Aranis 0. Und die Spuder wird nach Alberich auch nochmal die Fänge schlagen. Die aber katastrophal daneben haut. Ja. Recovery Check für Säure. Mal doch jetzt bald drin sein. Jawohl, Gott sei Dank. Ja, Aranis. Alles klar, dann wird Aranis sich als erstes mal wegbewegen. Dass er den Penalty von der Waffe, vom Fernkampf nicht mit dazu nimmt.
mit der zweiten Aktion sein Hand Prey nochmal auf die untere Spinne setzen und mit der dritten Aktion nochmal einen Handed Shot abgeben. Mhm. So. Ah, ne, mache ich über das Ding am besten. Der trifft. Mhm. Für 20 Schaden einmal. Mhm. Und beim zweiten wären es 31. Mhm. Gut, das wär's. Jawohl. Sehr schön. Benjamin. Also, scheiße. Ah ja, super. Ja. Wie auf Kommando. So, wer auf Kommando? Du bist dran, Benjamin. So, ich bin nicht mehr verborgen. Ich bewege mich. Sweep. Ich weiß nicht, ob das markiert. Nee. Ich glaube, du musst, müsstest dafür einsuchen, oder? Möglich. Anyway, ist auch egal. Ja, das Ding. Fertig machen. Das Ding. Hier gibt es einen Schlaghagel. Das der Off-Guard geht. Mhm. Nee. Ja. Ein Treffer. Ja. Ein kritischer Treffer. Einmal Schaden. Einmal kritischer Schaden. Ja. Einmal faszinieren. Ja. Ja. Insgesamt. Beschreib doch mal deinen Kill für das. Zunächst mal nimmt Alberich leider 2 Punkte Splash-Schaden. Davon, dass Benjamin beiden Fäuste hochnimmt und wumps, die Spinne einmal in den Boden, mit dem Boden vereinigt. der drückt die Spinne in die Fugen rein. Jawohl. Gratulation. In dem Raum, in dem ihr euch befindet, jetzt nachdem ihr ein bisschen Luft habt, seht ihr, was ihr unweigerlich als Schmiede bzw. Werkstatt erkennen könnt. Ihr seht verschiedene Schmiedeutensilien, ihr seht auch schon fertige Waffen und Schilde, ihr seht aber auch genauso eingesponnene Leichen bzw. Skelette, von denen sich anscheinend die Spinnen ernährt haben. Ihr seht auch in der Mitte, am nördlichen Ende des Raumes, einen Drachenschädel, anscheinend als Trophäe aufgestellt. Muss anscheinend ein ziemlich kleiner Drache oder ein Drake oder sowas in der Richtung gewesen sein, weil es ist relativ ein kleiner Schädel. Der Dinger ist größer wie Benjamin, wenn er groß ist. Also so, ja, zumindest hier. So ja, relativ klein. What you gonna do when they come for you? Naja, wir sollten vielleicht die toten Zwerge aus den Netzen befreien und ich weiß, es klingt vielleicht blöd, aber vielleicht haben die ja irgendwas bei sich, was uns helfen könnte oder was denen jetzt nicht mehr hilft. Ich meine, Alberich, ich denke mal, das ist okay, wenn die dann Health Potion drin haben oder so und wir das mitnehmen. Wir tun die jetzt nicht ausziehen, aber ich glaube, Health Potion wirkt nicht mehr, falls sie sowas hätten. Oh, während der Rest die Spinnennetze untersucht, rennt Benjamin wiederholt den Raum hoch und runter und refokussiert dabei. Jawohl. Also ich meine, wir können die zumindest mal runterschneiden und vielleicht ein bisschen mehr aufbauen, als in den Netzen hängen zu lassen. Das definitiv. Ja. Aber da es kein Notfall ist, bin ich ehrlich gesagt dagegen, dass wir jetzt irgendwas mitnehmen. Ja. Beziehungsweise erst, wenn es fertig ist, wahrscheinlich, ne? Ja.
Wie gesagt, ich würde trotzdem gucken, ob die irgendwie, keine Ahnung, die Spinnen werden wahrscheinlich Potions oder irgendwelche Fläschchen oder so, irgendwas, was dranhängt, jetzt mit den Taschen ist, werden die nicht gegessen haben. Möglich. Die Chance besteht. Halt... Hm? Ja, die Chance besteht, aber... Ich würde halt danach Ausschau halten. Du findest keine Potions oder so weiter. Das, du siehst aber sehr viel von diesen Zwergen in so typischen Schmiedeschürzen. Was aber einer dieser Zwerge dabei hat, hä? ist ein ungefähr, ja, 6, 7 cm Durchmesser Stahlscheibe, die mit Runen verziert ist. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das letzte Mal erwähnt habe, aber an diesen Türen sind die, diesen großen Türen, die in die diesen Lorenhalle geführt hat, waren zwergische Gesichter eingraviert, die ein bisschen den Mund offen hatten. In diese Mulde hat auch Benjamin so dann das Brecheisen eingesetzt und dann... Und die Mulde war auch ungefähr um der Durchmesser breit. Wir haben schon mal die Schlüssel gefunden. Nicht, dass wir sie noch brauchen würden. Leider konnte man die Begegnung beenden. Ach, ist die Begegnung offen? Entschuldigung. Ja. So, jetzt. Ja. Und weiter? Ja. Okay, ich würde folgende Vorgehensweise vorschlagen. Wir tun jetzt für die Toten, was wir können. Wissen wir, wo der Chef liegt, der Vorarbeiter? Ja, den habt's schon gefunden. Ja. Der liegt mit im Aufenthaltsraum, beziehungsweise Schlafraum. Den nehmen wir in dem Sargkarren mit. Als Beweis, dass der Aufenthaltsraum wirklich, dass der Außenposten wirklich überrannt wurde. Und dann gucken wir, dass wir hier, dass wir durch die Tür kommen. Ist die Spinne eigentlich? Na, nichts. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, wie die durch die Tür gekommen, wie die hier reingekommen sind, aber das wird an dem dicken, fetten Loch liegen, das hier irgendwo im Boden ist. Gut. So, Vorgehensweise. Mhm. Tote notdürftig begraben und dann mit dem Logbuch und die Leiche vom Chef packen wir in die Lore, setzen Kurs auf Karas Dorn und dann gucken wir, dass wir durch die Tür kommen. Mhm. Ist hier nicht noch ein Raum? Also... Nee, tatsächlich nicht. Das sind nur, zwei, ihr habt so zwei, drei Türen sogar. Ja, weil das hier ist eine Tür, das habe ich... Hier haben wir Tür, hier haben wir Tür und hier haben wir Tür. Wir haben so drei Türen. Also vier, wenn man die noch mitzählt. Im Lorenraum. Also ich muss auf jemanden mit Licht warten. Benjamin Regen gerade geht wahnsinnig durch. Super. Macht halt seine Kilometer. Ja, genau. Kriegt Kilometer Gold. 10.000 Schritte pro Tag. Hey, wie hast du das gemacht, dass du die Steuerung hast? Also, dass du mehrere Wegpunkte angeben kannst? Ich hab's mir so angeschaut, dass es einfach mit Rechtsklick geht. Ja. Okay. Eventuell ist es bei dir noch auf Control eingestellt, also auf Steuerung. Ja, aber da passiert nichts, wenn ich STRG, das hängt natürlich davon ab, wie... Ah, okay, jetzt. Ich muss STRG drücken, dann kann ich erst meinen Token auswählen und dann kann ich die Wegpunkte setzen. Ja, ja. Anfangs war es ja so, du konntest den Token nehmen und mit Rechtsklick Wegpunkte von Anfang an setzen. Mhm. Habe ich bei mir immer noch so eingestellt.
Mhm. Gut. Öffne schon mal die Tür. Bitte. Na, wir haben das Klo gefunden. Ihr habt das Klo gefunden. Klo und Baderaum. Mhm. Und da drunter schon die Waffenkammer zu sein. Mhm. Ja, Schrägstrich Trainingsraum. Okay, ich kann nicht loslaufen. Musst du Leertaste drücken? Na. Ah. So. Finden wir in der Waffenkammer irgendwas Interessantes? Also ihr schaut ein bisschen durch, ihr seht die Waffenkammer schon recht geplündert. Ich schaue auch mit Magie entdecken, dass wir zumindest, wenn irgendwas Magisches da drunter ist, vielleicht... Ihr findet tatsächlich drei Sachen. Einmal diese Axt hier oben. Einmal dieses Schwert. Dann haben wir diese Kette. Mhm. Die definitiv ein bisschen wertvoller aussehen als der Rest und auch bei näherer Betrachtung Runen eingraviert haben. Diese da wären eine +2-Rune und eine, ich glaube, Greater Striking. Jeweils. Also es sind halt effektiv +2 und +2 vom Weapon Damage Runen. Okay. Einsammeln, notieren. Mhm. Und dann, wenn wir durch sind, einmal übertragen. Genau. Ja. Sind da noch ein paar Pfeile zufälligerweise drin? Sag du es mir. Was sehen deine Adleraugen? Ja. Es hätte auch sein können, dass das... Was da steht, was da liegt, das ist da. Alles klar, okay. Ja. Dann würde ich halt meine Pfeile nochmal aufstocken. Mhm. Also du kommst mit dem, was da liegt, auf 1,5 volle Köcher. Also ich glaube, das waren ein voller ist 20, also 30 Pfeile. Okay. Das war eine +2 von einer Greater Striking Waffe. Nee, beide +2 und beide Greater Striking. Okay, welche Waffen waren das nochmal? Eine Axt und ein Langschwert. Ich schreibe einfach mal das rein. Naja. Und die Halskette? Da ist definitiv magisch, aber da brauchte ich von dir bitte einen verdeckten Arcana-Check. Ja, das müssen wir ja eh später machen, weil das sind ja. Okay. Das dauert länger. Ja, dann. Ich muss ja 10 Minuten. Dann packen. Das Zeug. Schreib's einfach auf, weil dann machen wir das nächste Mal. Weil ich bin ganz ehrlich, die Kette, die habe ich tatsächlich vergessen gehabt. Okay, jetzt habt's Schmiede, Aufenthaltsraum, Küche, Klo und Waffenkammer. Ein Schlafraum. Habt noch eine letzte Tür. Genau. Mhm. Mit Blick auf die Zeit, sollen wir hier einen Cliffhanger einbauen? Ja. Okay. Ja, würde ja, glaube ich, gerade ganz gut passen. Gut, mhm. Gut, dann mache ich schon mal die Tür auf. Okay. Ja. Ich merke, dass sie abgeschlossen ist. Hat das gleiche Relief wie die Türen zu den Loren. Dann das beim nächsten Mal. Ja. Okay. Dann muss ich die auch wieder aushebeln. Oder wir holen uns halt eine Schüssel von oben. Ja. Das wäre doch zu langweilig und zu einfach. Das wäre zu einfach. Ja, genau. Wir können sie erst aushebeln oder versuchen auszuhebeln, dann stören wir auch die Toten nicht. Das ist vielleicht ganz gut. Mhm. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Ich hoffe, es hat gefallen und man sieht sich das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao, ciao. Tschüss. Jo, tut mir leid, dass ich jetzt mich so früh...